Herr Stegner, können Sie hier so gerne dreist, wie Sie gelegentlich das tun. Wiederholen Sie das noch. Die Opposition, das macht mich populär. Machen Sie weiter so. Nur man sieht es Ihnen ja an. Ja. Aber unabhängig davon, ist doch das eigentliche Problem, da bleibe ich auch bei, dass in diesen 16 Seiten Koalitionsausschusspapier erstens widersprüchliches ist, haben wir gerade schon festgestellt, beim Klimaschutzgesetz. Zweitens wenig Konkretes drin ist, es sind blumige Worte, wo am Ende aber keiner weiß, was es heißt. Und drittens eben, wo es um die entscheidenden Fragen geht, die Republik und die Frage, was mit der Gas- oder Ölheizung ist, das interessiert die Leute wirklich. Die größte Entscheidung im Leben der meisten Bürger ist Auto und Haus. Und jetzt kriegen die erzählt, ihr müsst ein neues Auto kaufen, am besten ihr müsst eine neue Heizung haben und ihr müsst am besten noch euer Gebäude sanieren. Das kriegen die jetzt mal eben erzählt und das am besten ab 01.01.2024. So, diese Frage bewegt wahnsinnig viele Menschen, die einfach sich Sorgen machen um ihre wirtschaftliche Situation und ihr Vermögen. Und dazu steht da, ich sage es noch einmal, nichts drin. Und deswegen kann Herr Stegner jetzt hier gerne noch so viel erzählen, wie er will. Es ist dieser Konflikt nicht gelöst. Und ich sage Ihnen, wir können eine Wette eingehen. Ich sage Ihnen jetzt schon voraus, in den nächsten 2, 3 Wochen wird der Streit, den wir gesehen haben, genau so weitergehen, wie er vorher war. Schön, und die Menschen werden millionenfach verunsichert in einer Zeit, wo es eigentlich Entscheidung und Führung gibt. Also ich finde, eine verantwortliche Opposition könnte ja erstens selber Vorschläge machen, wenn sie gute haben hätte. Wir heute Anhörung wenn sie gute hätte. Heute zweitens nicht Angst verbreiten. Und schon indem Sie dreimal hier betont haben, wie sehr sich das Volk geängstigt hat in den 3 Tagen Koalitionsausschuss. Das haben Sie doch ein paar Mal gesagt, wie dramatisch das war. Das war überhaupt nicht so. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als jemand, der selbst langjährig in der Regierung war, sollten Sie das eigentlich auch wissen. Solche Koalitionsausschüsse dienen dazu, die Positionen von verschiedenen Parteien, in dem Fall sind es 3, anhand der veränderten Lage zusammenzuführen, und die Regierung hat das umzusetzen und das Parlament hat auch noch ein bisschen was zu entscheiden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.